Ach, was haben die Chaoten lange warten müssen. Warhammer 40.000 ist das mit Abstand erfolgreichste Tabletop auf dem Markt mit einem gefühlten Anteil von über 60%. Nein, ich habe da keine Zahlen, würde mich aber tatsächlich mal interessieren. Zwei der beliebtesten Fraktionen sind die Space Marines und eindeutig die Chaos Marines. Doch gerade letztere darben in den letzten Jahren etwas vor sich hin, da ihre Standardmodelle, die Chaos Space Marines oder Heretic Astartes, wie sie jetzt heißen, nun echt in die Jahre gekommen sind. Sowohl was das Design als auch die Größe angeht. Ja, es gab ein paar Marines in der Dark Vengeance Box und zwei Modelle im Brettspiel Blackstone Fortress, aber diese Designs haben es nie in die normale Range geschafft, sondern waren immer nur halt in diesen Sets enthalten. Naja, und eigentlich ist es in diesem Falle, in diesem Video auch so, denn die Modelle, die in der Box Schattenspeer dabei sind, sind ja auch nur ein Set. Aber Games Workshop bringt diese Modelle oder zumindest das Design jetzt auch einzeln raus. Puh. Auch wenn ich den Fokus bisher in diesem Video etwas ein wenig auf die Chaos Marines oder die Demonkins, wie sie jetzt heißen, gesetzt habe, will ich mir dennoch das Spielset Schattenspeer mal im Ganzen anschauen. Diese Box ist kein neues Starter-Set wie Dark Imperium, sondern funktioniert im Endeffekt wie zwei thematisch aufeinander angepasste Start-Collecting-Boxen. Nur mit komplett neuen Miniaturen und Mini-Kodizes, welche enthalten sind. Dementsprechend ist die Box auch nicht wirklich so wertig aufgebaut wie die restlichen Erweiterungen oder Grundboxen von Warhammer 40.000. Das ist in keinster Weise schlimm, da es wirklich ein Karton zum Transport von Miniaturengussrahmen ist, aber man ist irgendwie von Games Workshop jedes Mal gewohnt, ein Apple-Produkt vor sich zu haben, wenn man eine dieser Boxen öffnet. Also, in der Box sind 8 Gussrahmen, aus denen man 35 Miniaturen bauen kann. 19 für die Vanguard Marines und 16 für die Demonkin. Dabei fungieren beide Fraktionen als eigenständige Subfraktionen innerhalb der Heretic Astartes oder des Adeptus Astartes. Damit das funktioniert, sind der Box zwei kleine Kodizes für beide Fraktionen beigelegt. Auf jeweils 24 Seiten findet ihr in guter Druckqualität alle Informationen, die ihr zum Spielen der neuen Einheiten benötigt. Inklusive kleinem und doch relativ oberflächlichen Hintergrundabriss, Ordenstaktiken bzw. Legionseigenschaften, Psi-Fähigkeiten und Kriegsherrenbegabung. Eigentlich alles, was ein großer Kodex liefert. Leider fehlen mir da etwas die Beschreibung der Einheiten, also nicht ihre Werte, sondern eine genaue Hintergrundgeschichte der einzelnen Figuren, Fluff oder Lore oder wie ihr das auch mal nennen wollt. Denn gerade vom neuen Venomcrawler würde ich tatsächlich gerne mehr wissen, als dass er einfach nur wieder ein Dämon ist, der mit einer Maschine verbunden wurde und warum er sich von Dämonenessenzen ernährt. In den allgemeinen Geschichten, in den Heftchen wird zwar viel angedeutet, aber gerade da finde ich etwas mehr Tiefe schon geiler. Weiterhin ist ein drittes Heft enthalten, das auf 24 Seiten die Hintergrundgeschichte der Schattenspeerbox erklärt und mehrere angepasste Missionen beinhaltet, die sogar zu einem kleinen Kampagnenbaum verknüpft sind. Somit kann man die Box auch als Mini-Kampagnen-Set ansehen. Die üblichen Grundregeln von 40k sind ebenso enthalten wie eine kleine Leseprobe des Romans Die Schwarze Legion. Netter Bonus, aber ich glaube, dass Fans das eh schon kennen oder zumindest auf dem Schirm haben. Denn auch wenn zwei Armeen mit Kodizes und Grundregeln enthalten sind, gehe ich davon aus, dass aufgrund der Komplexität des Zusammenbaus der Figuren, fehlender Würfel und Maßstäbe, allgemein die Fokussierung der Box nicht wirklich auf Neuansteiger ausgelegt ist, sondern eher schon auf bestehende Hobbyisten. Alles klar, dann schauen wir uns doch jetzt mal die Miniaturen an. Das Herzstück der Schattensperrbox sind natürlich die 35 Figuren, die nicht nur aus den Chaos Marines, sondern auch aus den Vanguard Space Marines bestehen. Wie üblich sind alle Figuren aus dem von GW üblichen harten Kunststoff und wie wir es gewohnt sind, ist die Ausarbeitung der Details sehr gut. Das Design und die Miniaturengröße lässt eine Menge guter Details zum Teil wirklich sehr fein erscheinen. Allerdings ist mir etwas aufgefallen, was ich lange nicht mehr bei Bausätzen von Games Workshop hatte. Gussgrate an unschönen Stellen. Vielleicht bin ich da etwas verwöhnt, aber gefühlt haben vor allem die Chaos Marines relativ viele Gussnähte. Das ist an sich gar kein Problem, würden diese nicht bei einigen Modellen über feingegossene Stacheln laufen, was das Entgraten schon nicht wirklich zum Spaß werden lässt. Dies ist mir bei den Vanguard Marines übrigens nicht so stark aufgefallen. Ich weiß, jetzt kommt hier Nörgeln auf hohem Niveau, denn der Kunststoff von Citadel ist wirklich sehr gut und das Nonplusultra, was wir im Tabletop-Bereich tatsächlich objektiv haben, dennoch ist mir gerade bei den Köpfen der Chaos Marines manchmal aufgefallen, dass einige der Details dann doch nicht mit so einem hohen Kontrast gegossen sind wie andere Elemente, weshalb dort einige Details zwar nicht verwaschen, aber dennoch relativ soft wirken.
Im Allgemeinen ist das aber noch immer ein guter Standard. Der Zusammenbau ist nicht schwer, da alle Teile im Gussrahmen nummeriert sind und die Bauanleitung echt dabei hilft, sich zurechtzufinden. Nur braucht es etwas Zeit, all die vielen Teile rauszuknipsen, zu entgraten und zusammenzufügen. Einen Nachmittag solltet ihr also pro Fraktion schon einplanen, aber hey, das sind ja auch einige Modelle. Die Passgenauigkeit ist auch problemlos. Einzig beim Master of Possession muss man beim Mantel etwas nacharbeiten, bei dem hatte ich nämlich eine kleine Lücke, die ist aber auch nicht wild. Das Design der Miniaturen ist natürlich in erster Linie Geschmacksfrage, aber ich muss sagen, dass sie mir fast alle gefallen. Am Anfang dachte ich bei den Chaoten wirklich, dass sie mir zu krass überladen sind. Auf den Bildern fand ich, dass da viel zu viel los war und das mag ich einfach nicht. Wenn man sich die Minis aber unbemalt anschaut, relativiert sich das einigermaßen, da GW den visuellen Overkill mit der Bemalung noch verstärkt hat. Ich bin gespannt, was visierte Maler da in Zukunft tatsächlich alles rausholen. Bei den Primaris Marines, oder in diesem Falle Vanguard Marines, die ja nach dem Primaris-Schema gehen, wurde auf ein sicheres Pferd gesetzt. Hey, ganz subjektiv, mir gefallen die Primaris ja seit jeher aufgrund ihres geradlinigen Designs und der Posen, die sie dank neuer Gelenke jetzt auch einnehmen können. Die Vanguards in ihren Phobos-Rüstungen machen da gar keine Ausnahme. Ein paar kleine Abänderungen an den Rüstungen und ein leicht anderes Helmdesign lassen die Jungs noch immer echt schick aussehen. Gerade der Infiltrator mit der Boltpistole ist ein Highlight für mich, da seine Pose echt glaubwürdig erscheint. Am coolsten finde ich aber, und das muss ich jetzt mal ehrlich sagen, die Charaktere der Marines. Während der Captain noch ein gutes Charaktermodell ohne groß herausragende visuelle Eigenschaften ist, ist der Librarian und der Lieutenant echt großartig. Sowohl die Posen und die Mortal Kombat-Style Ninja-artigen Gesichtsmasken lassen die Dudes echt badass aussehen. Ihr merkt schon, ich finde die Marines tatsächlich hübscher als die Chaos-Kerle und das obwohl ich, zumindest bei Fantasy, immer ein Freund der chaotischen Göttlichkeiten war. Die Chaos-Marines sind mir dann doch irgendwie einen Ticken zu überladen, die Posen sind sehr starr und undynamisch und gefühlt sind viele Designelemente von den Minis aus Dark Vengeance übernommen worden. Und das ist absolut nicht schlimm, denn die waren gut, aber hey, ich weiß auch nicht, mir gefallen die einfach die Marines besser. Außer die Suppressors. Sorry, mit den Hüpfern konnte ich optisch noch nie was anfangen, die erinnern mich eher an Hummeln, nur nicht so niedlich. Bei all den Kritikpunkten, die ich jetzt hier aber anbringe, muss gesagt werden, dass gerade was das Design betrifft, dies sehr subjektiv meine persönliche Meinung ist. Qualitativ haben wir noch immer die 1A-Qualität von Citadel vor uns. Wie sieht's denn bei euch aus? Welche der beiden Fraktionen der Box findet ihr am hübschesten und welche Modelle davon? Schreibt mir eure Favoriten gerne mal in die Kommentare, dann aber natürlich auch mit Begründung. Für wem ist die Box also gedacht? Ich würde sagen, definitiv nicht für Tabletop-Einsteiger. Denn dazu ist der Bau der Minis zu zeitaufwendig und komplex. Außerdem fehlt es an Spielutensilien wie Würfel und Maßstäbe oder Bänder. Die Box ist an schon bestehende Hobbyisten gedacht, die entweder eine neue Armee anfangen wollen oder ihre bestehenden Chaoten oder Marines erweitern möchten. Aufgrund des Grundregelwerkes kann man auch als 40k-Neuling aber mit Hobbyerfahrung mal reinschauen. Für rund 135 Euro laut Hersteller ist die Box prädestiniert für den Kauf zu zweit, bei dem man sich die Armeen aufteilt, wobei man dann auch wieder im Preissegment einer Start-Collecting-Box für jeden ist. Nur mit Codex und exklusiven Missionen. Unter dieser Betrachtung ist es eine sehr schöne Box in meinen Augen. Vor allem auch, weil sie mal endlich wieder neue Miniaturen für die ungeteilten Chaos Marines bringt. Die wurden nämlich lange Zeit echt vernachlässigt. Stimmt ihr mir da draußen zu? Ich meine, ich weiß ja von vielen von euch, dass sie der Box schon lange entgegenlechzen und sich seit Monaten overhypen. Ich meine, anders kann man das gar nicht sagen. Was sind eure Eindrücke? Teilt sie mir gerne in den Kommentaren mit. Und wenn euch das Review gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder meinen Kanal vielleicht ein Abo gebt, wenn ihr nur andere Videos dieser Art sehen wollt. Und denkt in den Kommentaren bitte immer daran, immer nett sein, sonst gibt es Krav Maga für alle.